Game Time in der GFL, in der German Football League. Die Berlin Rebels empfingen in gewohnt schwarzer Kleidung die in der Liga bisher ungeschlagenen Crocodiles aus Köln. Und die Gäste vom Rhein nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Vor allem Running Back Kevin Anthony Parks bescherte der Berliner Defense einen arbeitsreichen Samstagnachmittag. Wir wussten schon, dass Köln ein starker Gegner ist. Sie haben eine großartige Offensive und ihr Running Back toppt alles. Er schlägt viele Haken, ist schnell und hat eine Menge Bälle gefangen. So sah man in Hälfte 1 vor allem die Offense der Crocodiles auf dem Feld. Doch auch die Rebels Defense war gut aufgelegt und ließ die Gäste nicht bis zur Endzone vordringen. Durch zwei Field Goals nahmen die Kölner eine überschaubare 6:0-Führung mit in die Halbzeitpause. Die Hausherren bisweilen ohne zwingende Aktionen. Da kam der Tritt in den Allerwertesten durch den Trainer gerade recht. Am bisherigen Spielkonzept wollten die Rebels dennoch nichts verändern. Es mangelte uns nur an der Umsetzung, die Taktik blieb aber das ganze Spiel über gleich. Wir waren dann nach der Pause fokussierter, variabler, wollten weniger Fehler machen und das ist uns auch gelungen. Gesagt, getan. Nach dem Seitenwechsel pflügten die Rebels über den Rasen des Mommsenstadions und widersetzten sich mit aller Macht den Crocodiles Running Back. Larry McCoy wühlte sich bis zur Endzone vor und brachte den Rebellen die erhoffte 7:6 Führung. Das Spiel stand nun auf Messerschneide und die Kölner Defense begann zu wackeln. Kurz vor Ende des Spiels nahm Rebel Quarterback James Harris all seinen Mut zusammen und die Beine in die Hand und besorgte auf eigene Faust die 14:6 Führung für die Berliner. Jetzt galt es für die Hauptstadt-Defense, den letzten Ansturm der Kölner zu stoppen, um den zweiten Saisonsieg klar zu machen. Doch die Crocodiles bissen sich noch einmal bis vor die Endzone der Rebels durch. Mit wenigen Sekunden auf der Uhr riskierte Crocodile Quarterback Benjamin Menkes mit einem Pass in die Endzone alles. Doch Linebacker Maximilian Bessedein konnte das Ei abfangen und somit den Sieg für die Rebels klar machen. Eine atemberaubende Footballpartie, in der am Ende vor allem die Konzentration entscheidend war. Oh man. Wenn du nicht komplett bei der Sache bist, verlierst du. Das ist in jedem Sport so. Du musst bis zum Schluss konzentriert bleiben. Rebellische Partystimmung im Mommsenstadion und na klar, Enttäuschung bei den Gästen. Ja, ist sicherlich schmerzhaft, so zu verlieren. Ich denke, wir haben die ganze Zeit wunderbar mitgespielt, haben mit der Offensive auch den Ball kontrolliert, haben ihn immer in die Red Zone gebracht, aber hatten dann leider halt nicht den Killerinstinkt, um halt dann auch die 6 Punkte mitzunehmen, sondern sind dann halt mit 3 Punkten vom Feld gegangen. Ein Saisonauftakt nach Maß. 2 Spiele, 2 Siege. Weiter so. Man in Black.